Der Machtkampf ums Weiße Haus geht in die heiße Phase. In 2 Tagen wählen die Amerikaner einen neuen Präsidenten, vielleicht zum ersten Mal auch eine Präsidentin. Und die Stimmung kurz vorher ist aufgeheizt. So haben tausende Menschen für Frauenrechte und das Recht auf Abtreibung demonstriert. Allein in der Hauptstadt Washington D.C. versammelten sich mehrere tausend Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum National Women's March. Marco Reinke mit den Bildern. Rund 15.000 Menschen sind nach Washington gekommen, vorwiegend Frauen. Beim Women's March geht es um die Rechte der Frauen und das umstrittenste aller Wahlkampfthemen, die Abtreibung. Auch radikale Abtreibungsgegner sind gekommen. Sie nennen Kamala Harris eine Mörderin, weil sie das Recht auf Abtreibung unterstützt. Nun ist ein weiterer Streit entbrannt um die künstliche Befruchtung. Die Demokraten hatten Trump vorgeworfen, diese abzulehnen. Bei seinem jüngsten Auftritt in North Carolina bezeichnet dieser sich nun als Vater der Befruchtung. Außerdem kriminelle Migranten hätten das Land übernommen. Der Wahltag sei nun der Tag der Befreiung in den USA. Die Vereinigten Staaten sind ein besetzter Staat. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind ein besetzter Staat. Aber bald wird es kein besetzter Staat mehr sein. Am 5. November wird es der Tag der Befreiung der USA sein. Weiter in Trumps Visier Liz Cheney, die parteiinterne Kritikerin. Trumps Aussagen, wonach Cheney in einem Feuergefecht in 9 Gewehrläufe blicken solle, haben nun die Justiz auf den Plan gerufen. Arizona prüft rechtliche Schritte gegen Trump. Seine Kontrahentin Kamala Harris trat in der Nacht in Atlanta auf. Hier warnte sie noch einmal vor Donald Trump. Das ist nicht jemand, der darüber nachdenkt, wie er ihr Leben verbessern kann. Dies ist jemand, der zunehmend instabil ist, besessen von Rache, von Groll verzehrt. Und der Mann strebt nach uneingeschränkter Macht. Und in weniger als 90 Tagen wird entweder er oder ich im Oval Office sein. Die Überraschung nun, Harris liegt in jüngsten Umfragen im eigentlich republikanischen Iowa vorn. Und dann trat die Demokratin in der Nacht in der Comedy-Sendung Saturday Night Live auf und traf dort auf ihre Doppelgängerin. 3 Tage vor der Wahl rief sie dazu auf, Ruhe zu bewahren und weiterzumachen. Keep Kamala and carry on, Allah. Und Max Hermes in Washington und Steffen Schwarzkopf in Florida. Ihr beide begleitet den Wahlendspurt mit uns. Fangen wir an mit Max Hermes in Washington. Max, rund die Hälfte der wahlberechtigten Bürger hat laut Umfragen bereits per Briefwahl abgestimmt. Worauf kommt es jetzt für die Kandidaten an, um bei den restlichen Wählern zu punkten? Guten Morgen, Isabel. Guten Morgen nach Deutschland. Ja, die beiden Kandidaten sind weiter in ihrem Endspurt. Beide sind gestern in North Carolina auch nochmal aufgetreten. Die beiden Flugzeuge der beiden Kandidaten nur wenige Meter auch voneinander entfernt auf dem Rollfeld. Kamala Harris hat vor allen Dingen gestern noch einmal über Abtreibung gesprochen, also das Thema, mit dem sie auch viele Frauen auf ihre Seite ziehen möchte. Kamala Harris muss vor allen Dingen bei den Frauen punkten, um überhaupt eine Chance zu haben, ins Oval Office einzuziehen. Und da hat sie gesagt, dass Donald Trump Abtreibungen im ganzen Land verbieten wolle, dass er die Bundesstaaten zwingen wolle, die Abtreibungen oder die Schwangerschaften der Frauen zu überwachen, um letztlich so die Abtreibungen auch steuern zu können. Also das war ihr ganz zentrales Thema. Donald Trump wiederum hat einmal mehr gegen Migranten gehetzt. Er hat beispielsweise gesagt, wenn jemand über die Straße läuft, der 6 Morde begangen hat, aus dem Gefängnis entlassen wurde, dann möchte man lieber dann Donald Trump als Kandidaten haben, als Präsidenten haben. Das war noch einmal ein Fingerzeig auf die Migranten. Und er hat natürlich auch das Thema Wirtschaft noch einmal aufs Tablett und aufs Tableau gebracht. Er hat gesagt, dass die wirtschaftliche Lage für viele Menschen unter seiner Präsidentschaft besser wäre. Und hat damit natürlich auch die hohe Inflation aus Sicht der Menschen angesprochen, die jetzt zwar wieder abgeflacht ist, aber die Preise gerade in den Supermärkten sind weiterhin hoch und das belastet die Menschen. Kamala Harris wiederum kann sich freuen, im Bundesstaat Iowa, den Trump zuletzt 2-mal gewonnen hat bei den Präsidentschaftswahlen, da liegt sie jetzt in den Umfragen 3 Prozentpunkte vor und das würde ihr 6 Wahlmänner bringen, mit denen sie so nicht rechnen konnte. Danke, Max Hermes, für deine Einordnung, womit die beiden Kandidaten jetzt noch punkten können. Vielen Dank nach Washington. Und Steffen Schwarzkopf beobachtet die Lage für uns in West Palm Beach in Florida. Steffen, es ist ja relativ wahrscheinlich, dass Florida republikanisch wählt. Läuft der Wahlkampf denn so, wie Trump ihn sich vorstellt?
Also ich möchte das auf zweierlei Art und Weise beantworten. Zum einen ist da natürlich das Hauptquartier der Republikaner und von Trump hier in Florida. Und da heißt es ja alles on track sozusagen, also alles am Laufen. Trump muss nur Trump bleiben und die letzten Tage so weitermachen, keinen größeren Fauxpas. Und dann hat man die Wahl in der Tasche, wobei Iowa so ein bisschen dann doch die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Und das andere ist, das sind die Wahlkämpfer der Republikaner, die wir hier Tag ein, Tag aus erleben, die lauter sind, die krawalliger sind, die emotionaler sind und die vielleicht auch ein Tick weit überzeugter sind davon, dass ihr Kandidat, dass Donald Trump, tatsächlich gewinnen wird. Die sind auf den Straßen unterwegs, die machen hier Wahlkampf, die sprechen die Leute an, aber es machen auch Verschwörungstheorien immer wieder die Runde. Immer wieder, wenn wir mit Republikanern sprechen, dann hören wir sowas wie, naja, möglicherweise wird uns die Wahl gestohlen, da wird doch betrogen. Eine Frau, ein kleines Beispiel, die habe ich gesprochen, die hat gesagt, ja, in den Wahllokalen, bevor die Leute reingehen, da kriegen sie in ihrem Briefumschlag dann noch eine Wahlempfehlung der Demokraten mit. Ich habe sie gefragt, haben sie das denn mit eigenen Augen gesehen? Nein, ich habe das vom Hören sagen, von einer Bekannten gehört. Also das ist das, was Donald Trump hier gesät hat und das trägt auch Früchte. Ja, Fake News spielen wirklich eine große Rolle in diesem Wahlkampf und auch wenn Florida höchstwahrscheinlich republikanisch wählt, könnte der Staat eine entscheidende, unerwartete Rolle spielen. Warum? Es geht ja nicht nur ums Weiße Haus, es geht auch um die Kontrolle des Senats beispielsweise in Washington. Die Demokraten werden möglicherweise West Virginia und Montana verlieren, aber Florida eventuell gewinnen. Debbie Powell ist hier die demokratische Kandidatin und die ist fast Kopf an Kopf momentan mit Rick Scott, dem Republikaner. Und das könnte bedeuten, wenn man hier Florida holt in Sachen Senat, dann könnte man die Mehrheit eventuell sogar behalten. Also das ist durchaus kriegsentscheidend, wenn man das so sagen will. Und noch etwas, ich zeige mal die Liste derjenigen, die hier zur Wahl stehen. Das ist eben nicht nur Donald Trump und nicht nur Rick Scott oder andere, sondern das ist eine lange, lange Liste von Namen. Da geht es beispielsweise auch darum, wer der neue Staatsanwalt hier in der Region wird. Wer wird die Leitung der Schulen übernehmen? Wer wird denn Abgeordneter in Washington? Da sind viele, viele Punkte drauf und deswegen sind eben auch diese Entscheidungen hier für die Demokraten wieder extrem wichtig und deswegen geht der Wahlkampf auch heute weiter. Wir werden bei Wahlkampfaktivitäten sein von Republikanern und von Demokraten. Alle sind hier unterwegs und da wird wieder, ich sage es wieder und wieder, um jede einzelne Stimme gekämpft. Du hast uns einen detaillierten Einblick gegeben. Vielen Dank, Steffen Schwarzkopf nach Florida.